Die Sanktionen gegen den Iran belasten auch das Verhältnis zwischen den USA und Europa. Die EU hält am Atomabkommen fest und macht in einer Erklärung deutlich, dass sie die Wirtschaftsbeziehungen zum Iran aufrechterhalten will. Die Bundesregierung vergibt auch weiterhin Bürgschaften für Exportgeschäfte. Einige deutsche Unternehmen halten sich aber aus Rücksicht auf die USA zurück. Airbus, Siemens oder Hapag-Lloyd. Viele deutsche Unternehmen hatten große Hoffnungen in den Wachstumsmarkt Iran gesetzt, Milliardengeschäfte vereinbart. Doch inzwischen ziehen sie sich zurück auf Druck der USA. Das Altgeschäft wird zum Teil rückabgewickelt. Es gibt kaum Neugeschäft mit dem Iran, weil natürlich das Geschäft mit den USA selbst wesentlich bedeutsamer ist als das Geschäft mit dem Iran. 2017 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von rund 3 Milliarden Euro in den Iran. Vor allem Maschinen und chemische Produkte. In die USA exportierten sie im gleichen Zeitraum Waren im Wert von rund 112 Milliarden Euro. Im Ergebnis davon gehen die Unternehmen zu Recht aus, müssen sie sich entscheiden, entweder Iran oder USA. Wer sich nicht an die amerikanischen Iran-Sanktionen hält, könnte den Zugang zum US-Markt verlieren, drohte Washington jüngst. Das ist eine Entscheidung der Amerikaner, Kraft eigener Willkür festzulegen, dass ihre Sanktionen weltweit gelten sollten. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch etwas der entschiedenere Widerstand aus den Berliner Ministerien. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es, man sei weiter im Gespräch mit den Amerikanern. Noch sei nicht klar, welche Folgen die US-Sanktionen für deutsche Firmen haben.